Heute geht es um den Lebenslauf. Was gehört denn da inhaltlich eigentlich so alles rein? Also auf jeden Fall einmal Ihre Kontakt- bzw. persönlichen Daten. Das heißt Adresse, Mail, Telefon, aber auch Familienstand und Geburtsdatum. Dann natürlich Ihre akademische Laufbahn. Ihre Berufserfahrung. Ihre Praktika. Besondere, das heißt Sprachen, Computer und EDV-Kenntnisse. Haben Sie Auslandserfahrungen sammeln können? Dann kommt das mit rein. Zuletzt noch Hobbys. Dazu zählen natürlich Sportarten, die Sie betreiben, aber auch Ehrenämter und persönliche Interessen. Aber in welcher Reihenfolge am besten? Das wollen wir jetzt mal anhand eines Beispiels genauer erklären. Aus Datenschutzgründen haben wir kurz einen rein fiktiven Lebenslauf erstellt. Orientiert ist er aber an einem Lebenslauf eines Bewerbers, der über uns einen Job finden wollte. Was eigentlich der Standard ist und von dem Bewerber auch realisiert wurde, die persönlichen Daten stehen ganz oben. Was kommt dann? In diesem Fall steht die akademische Laufbahn an zweiter Stelle. Ganz oben dabei die letzte Station, das heißt der zuletzt errungene Abschluss im Studium, in der Ausbildung, wo auch immer. Zuletzt die erste besuchte Schule. Reicht aber auch, wenn Sie mit der Hochschulreife anfangen, wenn da noch Bachelor, Master und Promotion folgen. Als nächstes kommt hier die Berufserfahrung. Der Bewerber hatte zu dem Zeitpunkt nur eine Erfahrung machen können und hat sich dabei auch etwas kurz gefasst. Als nächstes hat er studienbegleitende Tätigkeiten aufgeführt, das heißt Projekte an der Uni, Praktika etc. Es folgen besondere Kenntnisse und Sprachen. Soweit also dieser Lebenslauf. Auf seine Bewerbung, die im Prinzip so aussah wie die hier, hat sich dann leider keiner gemeldet. Da hat einer unserer Disponenten kurzerhand den Lebenslauf etwas angepasst. Hier die verbesserte Version. Vielleicht bemerken Sie es. Die Schriftart ist deutlich moderater und nicht so ausgefallen wie beim ersten Lebenslauf. Der Familienstand wurde hinzugefügt, den hatte der Bewerber vergessen. Jetzt das Wichtigste. Die Berufserfahrung steht jetzt ganz oben. Zudem wurde bis ins Detail auf die Aufgaben, Projekte bzw. Erfolge und absolvierte Schulungen eingegangen. Denn die Kenntnisse, die der Bewerber dort praktisch erlernt hatte, stimmt mit vielen Berufsprofilen überein. Die Ausbildung folgt jetzt erst an dritter Stelle. Inhaltlich ist es dasselbe. Bei der akademischen Erfahrung genauso. Hier wurden die Tätigkeiten als Praktikant in Stichpunkten umgesetzt. Das ist übersichtlicher. Auch der Rest ist gleich. Auf diesen Lebenslauf haben sich dann 5 Unternehmen gemeldet, allein weil die praktischen Erfahrungen viel detaillierter beschrieben wurden. Praxiserfahrung schlägt dann meistens doch alles andere.